Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 6 und komischerweise in Third Person. Ah, jetzt sind wir wieder. Okay. Ach, wir reden hier drin in meinen Third Person Runden. Okay, so ein bisschen strange, aber okay, von mir aus. Was ist mit ihm hier? Die kleine Wauwau. Ehrlich gesagt, ich spreche kein Hundisch, amigo. Ich darf nicht hungrig werden. Krokodilfleisch, schwarze Bohnen, Rosenwasser. Oh Mann. Naja, du hast bestimmt immer Hunger, was? Oh, vielleicht boy. Magst du mich, wenn ich dir was Leckeres mitbringe. Was? Wo? Serpentino. Sieht man das hier auch irgendwo? Mhm. Ja klar, hier in der Gegend, ne? Okay. Dann auf Krokodilsjagd. Ganz ruhig. Für ruhig haben wir keine Zeit. Raus mit euch. Bewegt euch. Geht's weg da. Bewegt euch, solange ihr noch Zeit habt. Nicht auf der Straße stehen bleiben einfach. Langsam, langsam. Hey, das ist wohl einer, den wir... Das ist sein Problem, Alter. Verdammter Penner! Scheiße, Mann! Verdammter Penner! Ja, man soll ja diesen... Das wäre einer gewesen, den man wirklich befragen kann. Ne, dumm wie er ist. Mann, wir steigen raus und die Waffe nachher nur, der schießt sofort. Idiot. Packen wir sie nicht mal raus, ja. Lol, hat das Ding überhaupt einen Motor? Um Gottes Willen, was macht er? Also fahren ist nicht seine Stärke. Oh oh. Ow. Mann. Penner. Ist aber auch nirgendwo deine Ruhe. So. Hey, Bau, Bau. Gut, dann schauen wir mal. Wir sind Krokodile jagen hier. Das ist kein Krokodil. Ja, da ist ein Ding in der Nähe. Ich weiß, danke. Aber das
interessiert uns gerade nicht. Das sind Fische, okay. Da ist ein Koko. Hoffentlich sieht Quapo das nicht. Mann, die halten aber ganz schön was aus. Autsch. Durch das andere Krokodil auf dem Weg. Okay, wir können hier nicht auftauchen. Das ist auch interessant. Irgendwo hier? Nö. Mann. So, schnell hin. Wo ist es? Okay, wir haben es. Wo auch immer das. Ach, da ist es. Ah, da ist das andere. Ist doch noch hier. Gut. Ich werde. Da bei diesem Krokofleisch würde Chorizo ausrasten. Bin drin. Ich rufe den Schüler an. Hey, Philly, ich habe Chorizo Krokofleisch besorgt. Spada unter den Achseln, oder? Bitte so lieb. Ist Chorizo nicht ein bisschen klein, um Geschmack an Krokofleisch gefunden zu haben? Das ist eine krasse Geschichte, ey. Das ist eine krasse Geschichte, ey. Carlos hatte Babykrokodile. Chorizo hat einen von ihnen unter seine Fittiche genommen, wie ein stolzer Papa. Sie haben zusammen gespielt, gefressen, wie eine Familie. Und dann, eines Tages, sehe ich, dass ihm ein kleines Baby-Krokoschwänzchen aus dem Maul ragt. Coño. Ja, wenn Chorizo Hunger hat, ist er ein echt räudiger Kollege. So, schauen wir mal, vielleicht können wir das hier gleich erobern. Wenn wir schön in der Gegend sind. Hey, Clara, hast du eine Ahnung, wieso das Militär eine Wetterstation besetzt? Du bist im Westen, oder? Darüber habe ich mich auch schon gewundert. Such uns einen Computer. Wir werden schon rausfinden, was die da machen. Okay, ich sehe mich mal um. Vielleicht versuche ich mal, die Tiere zu befreien. Hm. Hubschrauber. Militärhubschrauber mit Raketen und so. Gut. Der Alarm ist... Der Alarm muss weg. Dort, okay. Sicher noch mehr irgendwo in der Nähe. Mhm.
Ne? Oh oh. Das hat der natürlich auch gecheckt. Das habe ich mir gedacht. Shit. Oh fuck. Okay, jetzt. Danny, feindliche Verstärkung im Anmarsch. Nicht zu weg hier, das haben wir verkackt. Gut zu wissen. Kameras lösen automatisch Alarm aus. Luftunterstützung. Das geht das natürlich auch. Wechsel Position. Shit. Ja, war ziemlich verkackt, ne? Ist ja gleich die Zeit momentan. Ah, Halbzeit erst. Ja, ja. Keine Ahnung, wer da wo ist, der uns hier sehen kann. Wow. Muss ein Sniper oder so sein? Autsch. Oh ja, das ist fix ein Sniper. Runter hier schnell. Alter, die haben da echt einen Sniper auf einmal oben sitzen gehabt. Der war vorher nicht da. Das ist so scheiße, das Gewehr. Wo ist der fucking Sniper? Toll. Da ist der scheiß Sniper. Noch einer. Zwei Sniper. Interessant. Okay, wir haben gleich keine Munition mehr auf. Also zumindest für unser Scharfschützengewehr. Scheiß Alarm ausschalten. Es ist Alarm, verdammt. Schießen herum, schießen schön herum. Verdammt, der ist irgendwo da außen.
Wo ist dieser fucking Alarm, bitte? Mann! Alles klar. Dann renn weg. Ich habe keine Ahnung, wo die alle sind. Wir haben den Alarm doch schon ausgeschalten. Bananendieb. Von hier aus können wir leider kaum was machen. Läuft hier nicht gut, nicht aufgeben. Was ist ein Zivilist? Mich verarschen? Das schaut man nicht nach Zivilist aus, aber bitte. Shit, man. What the heck? Scheinbar bekommen die das hier mit. Verdammt. Ja. Shit, shit, shit. Man sieht uns hier schon wieder wer. Die Munition da. Augen auf! Na endlich! Ein
Sniper. Warum Sniper? Ha. Penner. Ah, und rechtzeitig zum Ende der Folge da. Mann, Mann, Mann. Bonusressourcen wegen diesen herunterladenden Informationen. Ah, und jetzt haben wir auch einen Hubschrauber zur Verfügung wahrscheinlich. Wir bräuchten halt mal neue Waffen. Hola, ich will mit dir reden. Kann man jetzt hier Waffen kaufen oder nicht? Und schon wieder? Was kannst du mir sagen? Elvis Carballo lässt mich nicht in Ruhe. Er sagt die ganze Zeit, dass er Hilfe bei ein paar Besorgungen bräuchte. Kannst du ihn mir vom Hals schaffen? Hey, danke. Hey, du. Ich verstehe das halt noch nicht ganz. Ich weiß nicht, wie ich hier Sachen kaufen kann. Hier ist ja offensichtlich ein... Achso, du bist der... Okay. Ah, okay. Oh, okay. Gut, da gibt's... Ah. Ah, hier kriegen wir Sachen. Das wäre schon mal was. Das nehmen wir gleich mal. Oh, mehr kann man hier nicht kaufen, scheinbar. Das Ding braucht einen Schalldämpfer und das Befestigungsmaterial. Hast du Befestigungsmaterial? Mhm. Dankeschön. Oh nein, das ist verkauft worden. Das war ein Verkaufen und kein Kaufen. Willst du mich verarschen? Ah. Aber für das Fleisch kriegen wir das, was wir brauchen. Okay, gut. Ah, nicht verkaufen, meine Güte. Sollte ein bisschen mehr Power haben. Hoffe ich doch. Oder? Kann man das sehen? Naja, weniger Schaden, weniger Geschwindigkeit. Aber die Optik können wir leider noch nicht anpassen. Aber das Aussehen, yes, das nehmen wir. Gut. Aber Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao! Jetzt beruhig dich. Was ist dein Problem?